jammern nur. Bring Rap doch bitte zurück in die 90er, rap nicht aggressiv. Rap mal bitte etwas freundlicher, ich sag freundlich nur. Mach mal bitte einen Joint, sicher Faggot, hör auf oder rap mal etwas deutlicher. Arbeiten und Schule, doch nur Rap ist für mich heiser. Warum ich nicht so produktiv bin, ist scheitert an Zeitrang. Nur Kleinkram, Texte schreiben für mich mit 2:0 führ ich. Ich will auch auf Tour von Berlin nach Zürich. Ich lag lange auf der Strecke, aber wechsel jetzt auf Fahrbahn. Und was an die Depp so Ghetto ist, ist vielleicht nur der Ghetto-Blaster. Schreibt doch lieber Comics oder besser noch ein Manga-Drama. Ich schieb euch zur Seite, der mit so ähnelt im Gabelstapler. Ich brauch keinen Sparring-Partner, denn ich nenn das Ego-Trippin. Andere sitzen stattdessen daheim mit ihren Lego-Kissen. Weil sie sich nicht wehren können, wollten sie mit Tiefschlägen. Spielen sich auch mit Parteien aus ihrem Intimleben. Was ich alles kann, will ich euch gern demonstrieren, denn ich live an den Skills, will mich perfektionieren, dass ihr mehr wollt von mir und ich wie Ganja verführe. Ich bitte erst ins Mikrofon und ziehe dann an den Dübel. Trotzdem weiter, weil ich über Flow und Intellekt verfüge, während andere über Bild, Wack des Internet verfügen. Nichts hat sich geändert, ich war heute noch wie früher. Brust wärst maskulin, das hier ist Testosteron-Überschuss. Vielleicht wärst du der King in deinem mickrigen Dörfchen, wenn du nicht ständig davon sprichst, dass du nur Mütter ficken würdest. Denn das ist nicht eher wie GIF-Animation. Stattdessen liefere ich durchgängig gute Anspielungen. Station. Und du fühlst dich stark, weil du aus dem Balkan bist, aber dafür den Tag nur einmal im Schaltjahr triffst. Das Problem ist, ich hab nie die Message anderer MCs verstanden, deshalb sorg ich jetzt mal offiziell für einen Klimawandel.